Ja, also der Flügel ist ein Steinway-Flügel, den ich eigentlich aus Privatbesitz habe ich den angeboten bekommen. Und bin anschauen und habe dann das Plätzchen gesucht. Das war da und so ist der da gelandet. Das ist ein Steinway M-Flügel von 1941, also doch ein seltenes Instrument. Aber vom Klang her und von der Art, wie er da steht, finde ich ihn sehr, sehr inspirierend. Ja, mit Nicola habe ich eigentlich vorher keinen Kontakt gehabt. Er hat mich kontaktiert, als er glaube auf der Suche war nach einem geeigneten Instrument für das Projekt. Und ich habe dann ihm vorgeschlagen, dass wir doch meinen Bandraum anschauen, weil ich dort einen schönen Flügel habe und das vielleicht das ganze Handling ein bisschen einfacher macht. Also ich bin ja Klavierbauer und tue natürlich immer wieder schauen, dass man möglichst ein gutes Instrument spielen kann. Aber ich bin selber auch Pianist, spiele selber auch sehr gerne. Und als Klavierbauer bin ich natürlich immer in der Umgebung von diesen Instrumenten und bin eigentlich aber hauptsächlich die natürlich am Pflegen und am Reparieren. Ich bin selbstständig, habe eine Firma, ein Tastenwerk. Und führe das zusammen mit dem Stefan, meinem Geschäftspartner. Und sind jetzt zwei Jahre unterwegs und geniessen es total, haben eine super Arbeit und wir sind echt total zufrieden. Ich habe den Nicola abgeholt, um den Raum zu zeigen und den Flügel. Und dann habe ich vorher gesehen, dass er eben im Hutladen arbeitet und habe ihn gefragt, ob er Hutmacher ist. Und er hat mir dann aber gesagt, nein, er ist Pianist, Musiker. Da habe ich gefunden, okay, ja, da weiss ich jetzt, da ist ein Musiker unterwegs und ich finde es mega cool. Und ich habe ihn selber noch nie gehört spielen. Ausser auf diesen Aufnahmen, die ich dann gehört habe. Ich bin sehr gespannt. Das ist für mich sehr abhängig auch so ein bisschen von der Lebensphase, habe ich das Gefühl. Aber ich habe ein Album, das immer wieder zurückkommt. Das ist das Köln-Konzert von Keith Jarrett. Das ist etwas, was ich glaube wahrscheinlich, dass ich das ganze Leben wird immer wieder darauf zurückgreifen. Ich höre es nicht sehr oft, aber immer wieder sehr gerne.